Im Türchen Nummer 9 machen wir die dritte Person weiter. Um die machen zu können, da die auch in Brauntönen gehalten sein sollte, aber doch im Unterschied zum Josef andere Brauntöne haben sollte, da wurde am Anfang gleich mal fleißig Wolle gemixt. Und zwar die ockerfarbene und die dunkelbraune. Ein bisschen von Hand. Für eine Weste für diese Person und für das Untergewand das ockerfarbene mit ein bisschen beige, um das Ocker ein bisschen aufzuhellen. Da habe ich dann gekämmt zum Mixen. Ich habe beide Mixer eher grob gehalten, also nicht zu sehr gemixt, damit es noch leicht marmoriert ist. Also ich habe an dem Tag viel Zeit mit Farbenmixen verbracht. Das Dunkle ist übrigens der Mantel für den Josef, wieder nass vorgefilzt. Das kommt aber erst dann später. Erstmal die dritte Person einpacken in den Mix. Dazwischen theoretisieren, wie Josef dann weitergeht. Und Lage für Lage kommt hier eben dieser helle Mix auf den Körper drauf für das Untergewand. Da ist es wirklich wichtig, wenn man diese Farblage drauf tut auf den Körper, dass man die Form, die man zuerst gestaltet hat mit der weißen Wolle, weiterhin unterstützt und keine Unebenheiten ebnet, also Löcher nicht füllt, Falten nicht füllt, sondern die nochmal extra betont. Gerade unten bei den Beinen musste ich da halt sehr aufpassen und deshalb auch eher immer so stückchenweise vorgehen. Immer ein bisschen von der Wolle nehmen, von diesem Wollmix drauflegen und dann wirklich mit Bedacht drauffilzen. Man sieht hier schön das eine Bein weiter vorne, das andere weiter hinten. Und das dann wirklich nochmal schön rausarbeiten, auch mit der Farbe. Unten der Boden dieser wieder massiv gefilzten Figur. Schauen, dass der Boden schön eben ist, damit es gut stehen kann. Dann kommt auch schon der Körper mit dem Kopf zusammen. Die Farbe noch rauf bis zum Halsansatz. Und wie es weitergeht und was das für eine Figur ist, im nächsten Teil.